Jeder hat das Recht auf sauberes Trinkwasser. Guten Morgen! Endlich ist es soweit. Da wir ja leider alles regeln müssen, selbst die natürlichsten Dinge, damit sie von der Profitgier der Menschen nicht pervertiert werden, hat jetzt das erste Land in ihrem Parlament einstimmig beschlossen, einen Zusatzartikel in die Verfassung aufzunehmen. Damit einhergehend übernimmt der Staat auf unbegrenzte Lebenszeit komplett das Management der Trinkwasserversorgung. Wasser sei keine Ware, so lautet es in der Begründung. Weltweit gibt es bereits 15 Länder, die das Recht auf sauberes Trinkwasser in die Verfassung aufgenommen haben. Im modernen Europa bisher keins. Aber nun geht ein Land tatsächlich diesen Schritt und es ist eventuell das fortschrittliche Deutschland, das avantgardistische Frankreich oder das kluge Schweden? Nein! Es ist Slowenien. Die Bürger in Slowenien haben eine Petition entworfen und 55.000 Menschen haben unterschrieben. Die letzten deutschen Petitionen, die ich bei der Open Petition Seite gefunden habe, wo gefordert wird, dass die Trinkwasserversorgung als Grundrecht in Deutschland aufgenommen wird, das waren einmal die Privatisierung der Trinkwasserversorgung stoppen, das war der Slogan, 689 Deutsche, dann Wasserprivatisierung stoppen, das waren 240 Deutsche, dann das Wasser als Grundrecht, das waren 148 Befürworter und Wasser ist Menschenrecht. Eine Petition, die immerhin 25 Deutsche ja, gut finden und sich dafür ausgesprochen haben. Aber auf derselben Plattform, also Open Petition, gibt es auch eine Petition für höhere Strafen für Nichtbeachten der Rettungsgasse. Und da haben wir 27.000 Befürworter. Das ist leider auch Deutschland. So fortgeschritten wie wir sind, so sehr wir industriell und technologisch Vorreiter in einigen Bereichen sind, so sehr haben wir auch den Blick für das Wesentliche verloren. Da wird mal überspitzt formuliert, sich darüber echauffiert, dass der Parkplatz weggeschnappt wurde. Die Frau auf der anderen Straßenseite ein viel zu enges Bauchkleid anhat. Oder der Mixer schmutzig ist. Aber das Trinkwasser, was aus der Leitung kommt, da nimmt man sich keine Zeit, wirklich da mal etwas zu tun, sich zu engagieren, sich aufzuregen. Es ist okay. Es ist okay. Wir sind wie wir sind. So ist Deutschland. Aber es ist angenehm zu sehen, dass andere Länder wie Costa Rica, die die Zoos abgeschafft haben, China, die den Fleischkonsum innerhalb von den nächsten 10 Jahren um mehr als die Hälfte reduzieren werden, oder eben Slowenien, was als erstes Land in Europa die Trinkwasserversorgung als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen hat, existieren. Und da hilft es nichts, auf die Regierung zu schimpfen, für uns als Deutsche. Wir sind die Regierung. Wir haben die Regierung gewählt. Und wenn wir uns in unsinnigen Kleinigkeiten verlieren, weil es uns zu gut geht, um die wirklich wichtigen Dinge zu erkennen und uns entsprechend auch dafür einzusetzen, dann machen das die Deutschen, die als Volksvertreter gewählt wurden, das sind ja genauso Menschen wie wir, ne, die Politiker, die haben halt, sind halt nicht Bäcker, sondern Politiker, die vertreten uns und die vertreten uns dann natürlich genauso. Ne? Die regen sich dann auch über die vielen kleinen Dinge an und packen nicht die wirklich wichtigen Dinge an. Deutschland hat viele positive Seiten und ich lebe gerne in Deutschland. Ein Video dazu habe ich schon gemacht, das seht ihr oben in den Infokarten. Aber die Kleingeistigkeit der Menschen, die einem hier oft begegnet, die ist, wenn man seinen Blick schon selber so etwas geweitet hat, manchmal schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Strafen für die Nichteinhaltung der Rettungsgasse müssen erhöht werden. What the fuck? Menschen müssen sich gesünder ernähren, damit die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit eben auch die Anzahl der Notfälle zurückgeht. Ne? Öffentliche Verkehrsmittel, die müssen mehr genutzt werden und nicht jeder Willi in seinem Auto, was 5 Plätze fast alleine zur Arbeit fährt, das mehr Platz auf der Straße. Nächstenliebe und Respekt muss wieder oberstes Ziel sein und nicht Macht und Geld. Hier wird sich über Ausländer, über Hartz IV Bezieher oder auch über Nationalsozialisten aufgeregt, anstatt diese Menschen in den Arm zu nehmen und diese mit Liebe und Verständnis diesen zu begegnen. Ein Land, dessen Bevölkerung zum großen Teil jegliche Sicht auf die wirklich elementaren Dinge des Lebens aus dem Auge verloren hat. Ein Land, wo jeder Mensch ohne zu arbeiten ein Leben führen kann wie ein Kaiser. Ein Land, wo freiwillig gelitten und gedarbt wird, weil der Überfluss uns den Verstand raubt.
Minimalismus und Bewusstheit, das ist der einzige Weg aus diesem widerwärtigen Sumpf von kleingeistigen Abartigkeiten, die die Hörner unserer Gesellschaft mit einem Schleier des Stumpfsinns belegt hat. Ich werde, solange ich lebe, gegen dieses perfide und desensibilisierte Luxus, diese desensibilisierte Luxusgesellschaft kämpfen, die rumheult, weil jemand eine Beule in ihr Auto gefahren hat, aber die Menschen am anderen Ende der Welt verhungern lassen. Ein Hoch auf Slowenien, und für uns bedeutet es, Zeit an uns zu arbeiten, um unseren degenerierten Geist auf dieselbe Stufe zu heben wie wirklich fortschrittliche Länder.